Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge 194 von Avorion. Hey, was fliegt denn so nah bei mir vorbei? Ja, wir sind auf der Suche nach weiteren Gerätschaften, die wir dann upgraden können in der Forschungsstation. Und wir könnten jetzt mal gucken, ob vielleicht hier schon wieder was ist. Was interessant ist, Ausrüstung handeln. Ah, da gibt es blaue und noch mehr blaue. Dann können wir den Laden leer kaufen, aber ich glaube, wir fliegen definitiv mal woanders hin, weil das bringt ja hier dann nichts. So, Ausrüstungsdock haben wir da eins, dann springen wir jetzt mal dahin. Müssen dann nach dort unten steuern. Dann auf zur nächsten Folge, Station und das Ganze. Gucken wir weiter nach dem Intro an, ne? Bis gleich. So, dann sind wir im nächsten Sektor und da ist die Forschungsstation. Ne, die Forschungsstation nicht, sondern das Ausrüstungsdock. Und ja, da gibt es dann doch einen Teil. Ja, komm, flieg da mal hin. Müssen wir ja so oder so machen, ne? Klamotten kaufen. Was anderes ist jetzt gerade nicht über. So, einmal bitte docken. Gedockt. Ausrüstung handeln. Das kaufen wir. Ja, komm, das können wir dann auch kaufen, ne? Das bringt ja alle nichts. Wir können das ja nur einkaufen hier, damit wir was kriegen. Gut. Aber den Rest kannst du alle vergessen, ne? Komm, das nehmen wir auch noch mit. Gut, dann geht's weiter auf der Karte. Dann ist da der nächste Punkt, wo wir hinfliegen können. Da müssen wir uns nach dort ausrichten. Machen wir das. Oh, Station weggeschubst. War jetzt nicht so toll. Aber hat wohl keinen Stress gemacht. Den nehmen wir jetzt mal eine Runde mit den Steinen da, ne? Oder wie ist das? Ja. Jo, Typraumantrieb laden und dann schauen wir beim nächsten Ausrüstungsdock vorbei. Das war da die Klamotten kaufen, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen schäbig, ne? Aber da kommen wir wohl nicht drum rum. Karte, Ausrüstungsdock ist da. Fliegen wir mal näher ran, ne? Zum Glück ist es nicht so ganz so weit weg. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So. Interagieren, Ausrüstung handeln. Ja, nehmen wir mit. Können wir nicht, das ist auch schon wieder gut. Ah, Präzisions-Exporter, da müssten wir die... Stimmung zu denen besser machen, ne? Ist noch einer. Karte. Nächste Koordinate ist dort. Dann geht die Reise dahin. Sprungroute ist berechnet, Hyperraum anspringt. Hyperraumantrieb springt an, so heißt das Ganze richtig. Und wir fliegen in den nächsten Sektor. Ausrüstungsdock out Gao. Oh, das ist weit weg. Da müssen wir etwas näher ran. Das wird einen Moment dauern.
So. Noch nicht gedockt. Bin doch schon ganz nah dran. Komisch. Wie muss ich da erst reinfliegen? Jetzt ist er gedockt. Ausrüstung. Den können wir kaufen. Ah, das sind Torpedos. Okay, dann ist ja gut, dass wir den eh alle gekauft haben. Noch einer. Hier haben wir noch einen Regenerierer, Frachtraumerweiterung, Geschützkontrollsystem und einen Schildverstärker. Gut, wieder aufgeräumt. Das war schon alles, ne? Oder hatte ich jetzt. Ne, ich habe nichts übersehen, oder? Ne, passte. Das bedeutet wieder springen. Da war die Forschungsstation. Hier ist aber auch eine. Springen wir nach da unten erstmal. Einmal drehen, bitte. Und dann schauen wir mal, dass wir in die richtige Richtung haben. So. Sup. Nächster Sprung, nächstes Ausrüstungsdock. Da ist auch eine Forschungsstation, aber ich glaube, so viel haben wir noch nicht, ne? Dass es klappt, oder? Ausrüstungsdock ist da. Das ist dort. Da müssen wir mal hinfliegen. Weitere Sachen kaufen. Okay. Jetzt sind wir gedockt. Ausrüstung handeln. Kaufen wir. Kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir, kaufen, kaufen, kaufen. Hier haben wir leider nur den, den kaufen wir auch. So, dann suchen wir gerade die Forschungsstation raus und fliegen da einmal hin. Ne, das war sie nicht. Da ist er. Okay. Einmal dahin. Näher ran noch. Da sind wir gedockt. Und einmal forschen. Sortieren nach Seltenheit. Das Grüne haben wir nur vier, da passt doch was nicht. Habe ich tatsächlich, ja, kann sein, dass ich doch nur vier da eingekauft habe, ne? Schnelllade-Batterie-Upgrades da rein. Tennis-Verteidigungswaffensystem. Generatorverstärker. Vierköpfige Hydra. Und da gibt es ein gelbes Teil dann. Geschützkontrollsystem. Scanner-Booster. Regenerierender Beschützer, Schildverstärker. Nochmal sowas. Und noch ein gelber. Der Detektor. Das ist ein Airbergbauer. Weißt du was? Rein damit. Nützt nichts. Komm auch weg. Wenn wir Glück haben, kommen wir an Air raus. Und nur ein einfacher Bergbauer rausgekommen. Point Defense. Feuerstoß Minigun, Nobel Minigun zweimal und Schuss. Und Top Dreifach Minigun ist da rausgekommen. Abwracker, Doppelflak, Maschinengeschützturm, Nobel Laser und aufbereitender Bergbauer. Was ist rausgekommen? Ein Distanzflak.
Super Duo Laser. Doppelverbrenner. Irgend so ein Geschützding. Noch ein Defense-Geschützturm. Und nochmal sowas. Forschen. Eco-Verbrenner ist da rausgekommen. Geschützkontrollsystem da rein. Noch eins. Frachtraumerweiterung. Nochmal ein Geschützkontrollsystem und nochmal eins. Forschen. Das gibt ein rotes. Noch eine Waffe. Ach, die hatten wir mal aufgehoben, ne? Die wollten wir da nicht reinschmeißen. Komm, rein da. Rein da. Scanner Booster auch nochmal rein. Und forschen. Schönes Bergbausubsystem. Abschirmer, Doppel-R. Gravitationsabzugkanone. Jetzt wird schon langsam hier interessant, ne? Noch ein Bergbauer. Okay. Noch einer. 145 ist zu wenig. 12 ist auch zu wenig. Doppel-Dreifach-Gun. Forschen. Doppel-R, R. Noch ein R. Dreifach-Minigun. Dreifach Minigun. Eco-Verbrenner. So, Titan. Einfacher Bergbau weg. Und das auch weg. Und forschen. Jetzt sind hier nur Air-Bergbauer und diese zwei hier, ne? Davon ist sogar nur noch einer der entscheidende. So, jetzt haben wir hier nochmal wieder was. Frachtraumerweiterung. Bergbausystem. Komm weg damit, egal jetzt. Schild weiter. Handelssektoren 10, ne? Das behalte ich vielleicht erstmal. Der kann auch weg. Und der kann auch weg. Forschen. So, jetzt müssen wir noch einen so einen Teil haben, aber diese Waffen sind mir alle zu gut dafür. Das Handelssystem möchte ich auch nicht reinschmeißen und das Geschützkontrollsystem könnten wir noch reintun, aber mache ich jetzt auch nicht. Das heißt, wir müssen weiter noch mehr suchen. Forschung haben wir betrieben. Hier ist noch was. Da müssen wir dahin fliegen. So, Hyperraum geht an. Und wir springen in den nächsten Sektor. Message von Raphael vom Zedok LLC. Das war Astro Ace. Ja, war auch ein cooles Spiel, ne? So, hier sind wir. Ausrüstungsdock. Ist da. Ein bisschen in den Asteroiden drin oder dahinter sogar. Schauen wir mal. So ein bisschen vorsichtiger anfliegen oder wie ist das? Wenn wir dahin fliegen, geht's eigentlich, oder? Ah, da sind schon wieder ein paar Asteroiden im Weg. Aber das ist jetzt auch egal. Können schon docken. Oder haben schon gedockt. Ausrüstung handeln. Kaufen. Kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Abschirmer kaufen. Frachtraumerweiterung kaufen. Fertig. Karte aufmachen. Ja, wo fliegen wir jetzt hin? Hier ist ein grüner Punkt. Fliegen wir doch erstmal den grünen Punkt an. Wo ist unsere Marke? Da unten.
So, auf geht die Reise. Klein bisschen haben wir da uns im Asteroidenfeld verfangen. Aber das wird schon gerade werden, oder? Okay, der dreht sich noch. Und dann sind wir gesprungen. Gucken wir einmal, was es da gibt. Da kennen wir uns ja gar nicht aus. Da waren wir noch nicht. Fregatte, Fregatte, Reparaturdock, Ressourcendepot und Handelsposten. Ja, dann wissen wir das auch hier, wo es da weitergeht. Ja, ich würde dann sagen, wir springen mal hier das hin und dann müssen wir in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.